Das ist Victoria, ein Mädchen aus Spanien. Wir Zuschauer dürfen mit ihr eine Berliner Nacht verbringen, die Regisseur Sebastian Schipper in einer einzigen Einstellung ganz ohne Schnitt gedreht hat. Über 2 Stunden mit Victoria durch Straßen, über Dächer, in Clubs und noch ganz andere Orte. At your car? Ich war erschrocken und aufgeregt. Und ich dachte, dieser Regisseur ist verrückt. Okay, lasst uns ein Spiel spielen. Beim Casting wusste ich wirklich noch nichts. Nur ganz kleine Details vom Film. Und als ich in der ersten Drehwoche hier war, erklärten sie mir die Sache richtig. Und dann? Okay, da gibt's eine Menge zu tun vor diesem einen Take. Wir haben es getan und es war gut. Ja, für mich war es auch so. Ich habe mich mit Sebastian Schipper getroffen und er hat mir davon erzählt. Und man möchte ja immer was ausprobieren in seinem Leben. Und da habe ich gesagt, ja, lass uns das machen, wir probieren das. Das ist komplett verrückt. Ja, es ist komplett verrückt. Verrückt. Ja, lass uns das machen. Ich sage, ja, okay, dann machen wir das. Und dann haben wir, es war dann immer so, dass wir echt darauf hingearbeitet haben. Wir wussten nicht, ob wir das überhaupt schaffen. Wir haben es halt ausprobiert. I can touch it, but not open it, right? No, you cannot open. No. Because we don't have any keys for the car. Shit. Oh. Kacke, die Karre geht so. Digga, it's my car. It is my fucking car. Digga, ey, mach mal, guck, kontrollier mal. I swear it's our car. No. I swear, ey, really, it's our car. Nein. You're a liar. Victoria ist ebenso arglose wie riskante Reise von der Berliner Romanze bis zum Gangsterstück. Findest du? Ich finde es toll. Also ich finde, das wollen wir auch mit dem Film so auch am Anfang erzählen, dass sie sich einfach darauf einlässt. Ich nenne uns immer so tolle Straßenköter-Jungs sind wir. Und wir sind ja auch gute Typen, finde ich. Und wir sind ja nicht nur irgendwie so eine agro-eklige Agro-Typen, sondern wir sind ja auch, haben ja auch Charme und alles. Und ich glaube, dass na klar ist ein Traum, sie da zu treffen und sie kommt mit uns mit. Und deswegen reagieren die Jungs ja auch so. Und jeder möchte sich so darstellen und jeder möchte zeigen, hey, wir sind was. Und deswegen, das ist auch das Schöne, dass wir, ich glaube, das ist die große Freude der Jungs, dass wir ihr unsere Welt zeigen können. Und sie mag die Welt und findet es interessant. No, we going now to the... Hey, lass noch... We going to the roof. We have our personal roof. Roof. We going there now. Come, I drive you to the roof. No, I drive you. No, I drive you. Come on. You can't. I'm so heavy. No, I can't. Oh, sorry. You come with us? Hey, mach keine Ego-Nummer jetzt, Alter. Ich mach doch. You touch my ass. Yeah, I'm sorry. I'm Come on. I'm sorry. I don't want to touch your ass. Say sorry. With a heart. Sorry. Okay. I'm sorry. Come on. The structure. Die Struktur, was so geschieht, war natürlich von Sebastian geschrieben. Aber während wir probten, hat er es immer wieder umgeschrieben, was mich wirklich überrascht hat. Weil in diesen kleinen Dingen wirklich so etwas wie Erzählungen stecken. Okay, wenn die Szene nicht funktioniert, schmeiß sie raus. Wir brauchen einen anderen Charakter und ändern es während des Drehs. Und dann, zum Beispiel 2 Tage vor Drehbeginn, gab es neues Material und sie sagten, das wird geschehen. Hier fängst du an, das passiert und du endest hier. Aber die Dialoge und diese kleinen Interaktionen, alles improvisiert. So these are like your best friends? Yeah, that's my boys, that's my brothers, it's like this, you know? With your family? Yeah, it's my family. Okay. Yeah, we can say family, that's right. Okay. Oh, Mann, du hast mich erschreckt, Alter. Hör auf, lass mich doch mal jetzt gerade reden, du Spaß, Alter. Brauch mir Hilfe. Improvisation voll Sprachenwirrwarr. Geh mal jetzt, lass mich doch mal... More. Okay. After you. Okay. English, Berlin German, street guys. Yo, Faruk, Dicker. Faruk. Sleeping. What do you want?
Baruch. Sorry. Hey, no. Don't wake him up in his dreams. Ich glaube, das Erstaunliche an diesem Sprachmix ist, dass immer wenn wir versuchten, uns zu verständigen und es nicht klappte, verstanden wir uns trotzdem. Das war wunderbar, denn die Charaktere wollten einander einfach verstehen. Ob Englisch oder Spanisch. Ich spreche nämlich manchmal Spanisch. Oder was auch immer. Das ist angenehm und es ist wahrhaftig. Ich kann, was soll ich denn noch dazu sagen? Die hat vollkommen recht. Sie sollten tatsächlich ab und zu darauf achten. Der Film läuft wirklich in einem Stück durch. Eine Bravournummer des Kameramanns Sturla Brandt-Grovlen, der dafür zu Recht bei der Berlinale ausgezeichnet wurde. Ein Stück über Großstadtjungs, eine zärtliche Romanze dazu und schließlich noch ein Banküberfall mit Folgen und Nebenwirkungen. Was für ein Genre ist das eigentlich? Fuck the gender. Ich würde sagen, das ist immer schwer zu erklären. Also ich würde einfach sagen, es ist ein, weil es Realzeit ist, man probiert ja nicht. Es ist schwer zu sagen. It's hard to say. Yeah, I don't know. It's keine Ahnung. Ein seltsames Genre. Ja, ich glaube einfach, das ist einfach eine Nacht in Berlin, so die so passiert oder. Ich denke, es ist wie Leben. Das Leben ist eine Komödie. Ich habe eine Menge gelacht. Die Jungs sind so lustig. Beim Deutschen Filmpreis ist Victoria gleich 7-mal nominiert. Als bester Film, zudem für Regie, Kamera, Filmmusik und Tongestaltung. Und natürlich Lea Costa und Frederik Lau für die Gestaltung ihrer Rollen.